Du musst sie schützen, sonst gebe ich dir was zum Schützen, verdammt. Die Außenstreifen dieses Ziels sind mit zahnlosen Löchern vernarbt. Okay, da sind nicht gute Schützen. Hast du schon jemals eine Waffe in der Hand gehabt? Die Schneiden dieser Schwerter wurden zu Übungszwecken abgestumpft. Jemand hat mit Kreide Kommandant Cliver auf diese Übungspuppe geschrieben. For the last time, Aidwig, keep your fucking blade up. If that dummy was armed, it'd have your head off. Dieser Mann beobachtet die Abenteurer bei ihren Übungen mit gleichgültiger Abscheu. Offensichtlich ist er der Meinung, seine Fähigkeiten würden hier vergeudet werden. Er plärrt einen von ihnen an. Zum letzten Mal, Aidwig, hatte deine verfluchte Klinge oben. Wenn die Puppe bewaffnet wäre, hätte sie dir den Kopf abgeschlagen. Erzähl mir etwas über die Expeditionshalle. Es ist eine Schatzjagd, ganz einfach. Förderer geben Geld, um Abenteurer anzuheuern, die die Wildnis erforschen und Ruinen suchen. Wenn sie ihnen wiederkommen, wird die Beute geteilt. Wenn nicht, dann liegt das meist daran, dass sie mit ihren Waffen so gut umgehen können wie dieser Haufen vor mir, der sich genauso gut sein eigenes Grab schaufeln könnte. Willst du etwas von mir? Ich suche Arbeit. Expedition, talk to Wenon. I just handle these mercenary shit shovelers. Adventurers, I mean. Wenn du eine Expedition suchst, red mit Wenon. Ich kümmere mich nur um diese verfluchten Möchtegern-Söldner. Wenon räuspert sich im Hintergrund und Osric schützt die Lippen. Fähige Abenteurer, meine ich. Andererseits, er mustert dich. Ich hätte da etwas, was erledigt werden muss. Er wirft einen schiefen Blick auf einen Abenteuer, der hilflos an der Puppe eindrischt. Kompetenz. Ich suche eigentlich nach einer Expedition. Ich spreche mit Wenon darüber. Ja, Wenon hat mich zu Osric geschickt, also worum geht's? I was formerly one of the Knights of the Crucible. When I left, they kept my arms and armor. The arms they can have, but the armor belonged to my family. I'd like it back. Ich war früher mal Schmelztiegelritter. Als ich ging, behielten sie meine Waffen und Rüstung. Und meine Rüstung. Die Waffen können sie behalten, aber die Rüstung wird meiner Familie. Ich will sie wieder haben. Was ist das für eine Rüstung? Not much to look at, and it's seen far too much use, but it's been in my family since the liberation. Im Brustharnisch, nicht sonderlich hübsch anzusehen und auch ziemlich abgenutzt, aber er ist seit der Befreiung im Besitz meiner Familie. Klingt nicht, als hättest du die Schmelztiegelritter freiwillig verlassen. You don't choose to leave knighthood. The Crucible Knights, they may not be a real knighthood, but the oaths you swear are just as true. Er blickt einen Moment abwesend in die Ferne. Man verlässt die Ritterschaft nicht freiwillig. Die Schmelztiegelritter sind vielleicht keine echte Ritterschaft, aber die Eide, die man schwört, sind ebenso wahr. Still, turns out that even unofficial knighthoods have politics. You cross the wrong man, suddenly all kinds of accusations are thrown your way, and nobody believes you. Leider ist auch bei inoffiziellen Ritterschaften die Politik wichtig. Legst du dich mit dem falschen Mann an, machen plötzlich alle möglichen Anschuldigungen die Runde und niemand glaubt dir mehr. Nichts ist zerstörerischer als eine Menge, die der falschen Idee anhängt. Ironie von Idea. Warum fragst du nicht einfach, ob du sie wiederhaben kannst? Nein, nein. Ich würde das sicher. Aber ich werde nicht gehen. Sooner be torn apart by dogs than give them the satisfaction. Osric wendet seinen Blick von dir ab, sein Kiefer ist angespannt. Nein, nein, das hätten sie sicher gerne, aber den Gefallen tue ich ihnen nicht. Die Nacht ist nämlich eher von Hunden zerfetzen, als ihnen diese Genugtuung zu geben. Ich werde sehen, was ich tun kann. Penhelm, you're looking for. A low snake of a man. If he was to die choking on his own black tongue, it'd be too kind of fate. He kept it when he had me kicked out. Er nickt dankbar. Dann suchst du nach Penhelm. Eine Schlange von einem Mann. Sollte er an seiner eigenen Zunge ersticken, wäre das ein gnädiger Tod. Er hat sie behalten, nachdem er mich herauswerfen ließ. Wahrscheinlich hinauswerfen. Er beugt sich näher an dich heran. Ich habe von einer zuverlässigen Quelle erfahren, dass Penhelm einen Fälscher in Onras Geschenk aufgesucht hat, nachdem seine Seelenherkunft von einem Medium in der Dünnrotstraße gelesen wurde. Sollte dir der Sinn danach stehen, sein Leben zu ruinieren, während du dort bist, nun dann gehen die Getränke auf mich. Er lässt sich seine Seelenherkunft lesen. It's a requirement to join the Knights. They have to ensure a novitiate doesn't have a subversive lineage. If Penhelm's superiors found out his affidavit was a fake, his career would be over. Every novitiate gets an affidavit from Dunreed Row, and those are stored at Crucible Keep. If you find Penhelm's, one of those ciphers could tell you if it's real.
Eine der Voraussetzungen, um den Rittern beizutreten, sie müssen sicherstellen, dass ein Novize keine aufrührerische Abstammung hat. Wenn Penhams Vorgesetzte erfahren, dass seine eidesstattliche Versicherung gefälscht war, ist seine Karriere beendet. Jeder Novize erhält eine eidesstattliche Versicherung von der Dünnrotstraße. Sie werden auf Burg Schmelzsiegel aufbewahrt. Wenn du die von Penham findest, kann dir ein Medium sagen, ob sie echt ist. Sakrani kratzt sich am Genick. Wenn viele Generationen Masukscher Tradition als Hinweis dienen, erinnert dieser Penham sich vermutlich nicht. Dennoch, eine solche Vergangenheit muss doch etwas zählen. Ich muss ein Abenteuer ranholen. Ja gut, vielleicht mehr als ein, wenn ich mir dies ansehe. Ich zeige dir, wer verfügbar ist. Also ja, hier könnte ich einen Abenteurer jetzt erstellen. Will ich aber nicht, weil wir sind ja schon voll. So, abtrünniger Ritter. Ist eine neue Quest. Osric wurde von einem anderen Ritter namens Penhelm aus den Schmelzsiegelrittern geworfen. Schlimmer noch, seine Vorgesetzten haben einen Brustharnisch behalten, der seit Generationen im Besitz seiner Familie war. Osric hat mich gebeten, einen Brustharnisch von Penhelm wiederzubeschaffen. Er glaubt, dass sein Rivale ein Dokument gefälscht hat, in dem die Dünnrotstraße die Reinheit seiner Seele bestätigt. Wenn ich Penhelms Betrug beweisen kann, habe ich vielleicht ein Druckmittel, um den Brustharnisch zurückzubekommen. Osric, ein Ausbilder in der Expeditionshalle in Kupferweg, hat mir berichtet, dass sein Brustharnisch sich irgendwo auf Burg Schmelzsiegel in Urfeuer befindet. Er hat auch erwähnt, dass Penhelm der Waffenmeister einer der Offiziere gewesen sei, die ihn haben ausschließen lassen. Und dass er das Erbstück wohl nicht freiwillig herausgeben werde. Gut, gucken wir uns noch in den restlichen Orten um. Söldnerin, Söldner. Ja, hier ist Sonnild, die gute Händlerin. Well met, friend. Die Frau blickt von dem Dolch auf, den sie gerade poliert. Habt ihr noch nie hier gesehen? Brichst du mit deiner Expeditionsgesellschaft auf? Sie hebt eine Augenbraue oder wettest du auf eine? Erzähl mir von den Expeditionen. Sie bestehen aus Gruppen von Abenteurern, die in die Wildnis ziehen. Die meisten versuchen ihr Glück in den Ruinen, suchen dort nach Schätzen. Und die meisten kommen mit leeren Händen zurück, wenn überhaupt. Auf sie zu wetten ist fast so riskant, wie selbst mit ihnen loszuziehen, aber so fast finanzieren sich die Expeditionen. Und ab und zu hat eine Abenteuergesellschaft Glück, findet tatsächlich etwas und verdient für ihre Finanziers ein Vermögen. Wie lange arbeitest du schon in Abnets Lager? Sie lehnt sich auf den Tresen und trommelt mit den Fingern darauf. Ach, seit einigen Jahren. Ich habe sofort zugeschlagen, als der letzte Händler auszog. Sie liegt zum Hauptbereich der Halle. Es brechen jede Woche neue Expeditionen auf. Das ist also der ideale Standort für meinen Laden. Und die Dutzende sind treue Freunde und treue Kunden, solange man ebenfalls treu ist. Sie tippt auf den Tresen. Der Händler, der vor mir hier war, sie haben ihn verjagt, als er seine besten Helme an ein paar Schmelzsiegelritter verkauft hat. Ich achte darauf, dass ich nicht denselben Fehler mache. Ja, kann ich etwas kaufen? Ich fürchte nicht. Weißt du, die Dutzende machen nur mit mir Geschäfte, solange ich nur mit ihnen Geschäfte mache. Und sie sind gute Kunden. Sie zeigt mir den Daumen auf die Tür. Aber wenn du dich mit Osric gut stellst, macht er vielleicht eine Ausnahme für dich. Er bildet vermutlich gerade die neuen Rekruten aus. Ja, dann leb wohl. Mhm. Ja, das heißt, wir müssen die Rüstung besorgen und dann können wir hier einkaufen. Die Truhe ist gut gesichert. Und ja, klauen wollen wir eh nichts. Wie sieht eigentlich so unsere wohltätig, schlau, stoisch, diplomatisch, leidenschaftlich, rational und ehrlich? Gut, das heißt noch eine neue Quest. Auf Burg Schmelztiegel. Wie sieht unser Kerker denn so aus? 20 Stunden noch. Mhm. Otan, das Genie. Mhm.
brauche ein Krügchen mit. Hallo Katze. So, Justiziar. Oh, noch ein Seil und Enterhaken. Ja, jetzt haben wir. Muss mal kurz gucken. Drei davon. Und zwei Brechstangen. Gegenstandstyp. Ja, warum auch immer Seil und das da sind. Tierchen. Okay. Söldnerin und Süchtige, und zwar sehr viele. Aus verschiedenen zerlumpten Decken und Kissen wurden ein paar primitive Betten improvisiert. Der Stoff wird von einer herabtropfenden dunklen Flüssigkeit verunreinigt. Also ja, kiffen die hier wirklich... Also es liegt hier Swef rum. Machst die hier unten ruhig gemütlich, aber das obere Stockwerk ist tabu. Ja, Purnisk. Die Wache hält dich an. Hält deine Hand hoch, als du dich näherst. Du kannst gleich wieder umdrehen. Unten kannst du tun, was du willst, aber oben, nach oben darf niemand. Warum nicht? Er blickt böse drein, weil du durch ein paar neue Löcher in deinen Hals atmest, wenn du versuchst. Deswegen kümmere dich einfach um deine Angelegenheiten. Wenn du erst einmal auf Swef bist, ist dir doch sowieso egal, wo du bist. Geh mir aus dem Weg, bevor ich dein Schwert in zwei breche und es dir an beiden Enden einführe. 100 KP geben. Kannst du nicht vielleicht kurz wegsehen? Gut, ich gehe wieder. Mhm. Also ja, Bestechung versuchen wir hier auch nicht. Versuchen wir mal normal mit Purnisk zu reden. I'm here. Hey. Irgendwie scheint die Einstellung verkehrt rum zu sein. So, das ist besser. I'm here. Good day, stranger. Der Mann vor dir grinst breit und recht unangenehm. Ah, sieh an, ein neues Gesicht. Willkommen auch. Ich bin Purnisk und das, er deutet auf den Raum um dich herum, ist mein bescheidenes Heim und mein Geschäft. Und ich hoffe, du bist hier, um Geschäfte zu machen. Er blickt zu der Wache, die ihm am nächsten steht. Ihm Kenras Ring geben. Kenra hat mich gebeten, dir das zu geben. Was für ein Geschäft ist das denn ganz genau? Wenn du das fragen musst, Purnisk grinst, damit eins klar ist. Wenn du zu den Wachen läufst, wirst du es bereuen, jeden einen Fuß in dieses Haus gesetzt zu haben. Ich würde sogar sagen, du würdest jede noch so kleine Entscheidung in deinem Leben bereuen, die du dazu geführt hat, dass du jetzt vor mir stehst. Drohnen hilft. Eine unlesbare Emotion huscht kurz über sein Gesicht. Aber wenn du klug bleibst, dann können wir beide sehr gute Freunde werden. Du kannst meine früheren Kunden fragen. Sie werden für die Qualität meiner Ware bürgen. Er grinst. Ich mache es einfach. Wenn du Geld hast, habe ich Swef. Du darfst gerne das Haus verwenden, solange du nichts Dummes tust und dich nicht mit den anderen Kunden anlegst. Also, Punis klatscht in die Hände. Was darf ich dir bringen? Was ist Swef? Meinst du das ernst? Punis blickt dich misstrauisch und ungläubig an. Swef ist jeden Pant wert. Es ist unglaublich. Es lässt dich deine eigene Seele sehen. Und du hast den besten Swef-Händler in ganz Trutzbucht vor dir mit Abstand. Lass mich mal deine Waren sehen. Ja, Swef. Okay. Dann geben wir mal den Ring. Punis grinst. Du bist zurück. Kann ich etwas für dich tun? Im Kenras Ringgräben. Kenra hat mich gebeten, dir das zu geben. Punis nimmt den Ring und dreht ihn herum, um ihn zu betrachten. Hübsch, was soll ich damit? Du erkennst den Ehering nicht, den du Kenra geschenkt hast? Punix lacht. Oh ja, jetzt erkenne ich ihn. Das soll wohl eine deutliche Botschaft sein, ja? Ich bin froh, dass ich sie los bin. Das Geld hätte ich mir sparen sollen. Nun war das alles? Du schienst dir wirklich etwas zu bedeuten. Warum tust du das? Einer
Frau den Ring seiner Großmutter zu schenken, so etwas vergisst man doch nicht. Wie kannst du es wagen, deine eigene Verlobte zu schlagen? Wie kannst du mit dir selber leben? Sprechen wir über etwas anderes. Ich gehe jetzt dann. Drei klingt leidenschaftlich, dann sind wir das mal. Sie hat es nicht anders gewollt, knurrt Ponys. Ein bisschen wie du gerade. Vielleicht solltest du aufhören, deine Nase in fremde Angelegenheiten zu stecken. Ich muss mich wieder um mein Geschäft kümmern. Er zeigt mit dem Finger. Da ist die Tür. Hier stimmt etwas nicht und ich werde nicht gehen, bis ich herausgefunden habe, was es ist. Ponys kneift die Augen zusammen. Tja, dann wirst du wohl nie wieder gehen. Ich war es sowieso leid, dieses Gesicht zu tragen. Er hebt die Stimme. Wachen zu mir. Oh. Das sind viele. Yeah.